Hallo, ich bin Carsten in Kettwig. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, ich bin heute wieder auf dem Neanderlandsteig unterwegs. Für mich ist es die zweite Etappe. Letztes Mal bin ich ja von Fellbad nach Kettwig gegangen. Heute gehe ich dann von Kettwig nach Mülheim-Seelbeck. Ja, ein Teil der heutigen Etappe bin ich auch schon gegangen. Und zwar damals beim zweiten Teil des Mülheim-Rundweges, weil sich die beiden Wege, Teile der Wegstrecke immer wieder teilen. Und naja, das Wanderzeichen vom Neanderlandstieg ist da schon recht auffällig. Und da kam mir dann auch in den Sinn, mal den ganzen Neanderlandsteig in Etappen zu gehen. Ja, jetzt bin ich ja schon bei der zweiten Etappe. Wenn ihr Lust habt, begleitet ihr mich noch ein Stück. Schon ganz lustig. Teile der Strecke bin ich ja vor ein paar Wochen schon gelaufen und so die ein oder andere Ecke erkennt man natürlich auch wieder. Und dann kommen ja zwischendurch dann immer wieder Strecken, die ich letzte Mal nicht gegangen bin, weil also die beiden Wanderwege haben eindeutig dieselbe Richtung, nur dass sie sich immer mal wieder ein Teilstück teilen und dann geht es dann mal rechts ab oder links ab, ein bisschen eine andere Strecke und dann läuft man mal wieder ein paar hundert Meter dieselbe Strecke. Aber ist schon ganz interessant. Und vor allen Dingen muss ich sagen, Wetter. Also wunderbares Herbstwetter, keine Frage. Habe ich mir genau den richtigen Tag heute ausgesucht. Soll man auch gar nicht unterschätzen, was heute hier an Leute unterwegs ist. Schon einiges los hier und im Wald. Ich wollte schon meckern über die mangelhafte Ausschilderung des Weges, aber da habe ich festgestellt, dass wohl scheinbar die Schildchen für die Wegemarkierung gerne mal geklaut werden.
Beziehungsweise, das hat mir der nette Herr am Infostand vom Neanderlandsteig auf der Wandermesse schon gesagt, dass die Schilder wohl ganz gerne geklaut werden und dass sie sich jetzt dazu entschlossen haben, Klebeschildchen zu nehmen. Allerdings sind diese Klebeschildchen auch scheinbar immer gern gesehen, gern genommen. So, dass es im Moment schon ratsam ist, eine entsprechende Karte oder GPS-Gerät oder mit der Neanderland-App zu laufen, weil also ohne hätte ich mich vorhin im Wald mindestens 2-3 Mal verlaufen, weil dann auf einmal keine Markierungen mehr waren und da hätte ich nicht ohne weiteres gewusst, wo ich lang muss, ohne Karte. Ja, das ging jetzt gerade auf einmal sehr schnell. Ich kam gerade in Mülheim-Selbeck an, dann kam auch schon direkt der Bus und somit werde ich euch dann jetzt von hier von zu Hause verabschieden, mehr oder weniger, weil ich bin gleich zu Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gab heute nicht ganz so viel zum Filmen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.